Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur US-Börseneröffnung mit Dirk Hilger. Ich freue mich wieder, dass ich selber mit dabei bin. Letzte Male war ich nicht dabei und natürlich freue ich mich, dass Sie alle mit live dabei sind und natürlich, dass der Dirk die Zeit für uns gefunden hat. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn das hat sich nicht verändert. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungsinformationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, alles andere machen wir gleich. Wir holen noch Dirk und YouTube noch mit rein und dann machen wir weiter. So, wenn ich alle Knöpfe richtig gedrückt habe, ich muss gerade schon zweimal ansetzen, dann sollte jetzt irgendwie dann auch ein Bild da sein, sowohl bei GoToWebinar als auch bei YouTube. So ist Wenn das es. so ist, schreibt mir kurz, dass es so ist. Da muss ich nicht alles wiederholen. Weil ich sage nämlich an der Stelle natürlich hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir das heute nochmal zusammen machen. Hier ein Live-Trading zur US-Markteröffnung, zur NYSE, zum Opening. So, und der Nelson hat sich gerade schon sehr zurückgehalten. Der hat natürlich jetzt hier auch seine Bühne und wir freuen uns alle, wenn der Nelson hier auch noch drei Worte in die Runde sagt. Lieber Nelson, du darfst. Ja, danke schön. Aber die Bühne brauche ich gar nicht. Es geht ja heute um dich. Aber natürlich einen schönen guten Tag an alle auf YouTube und natürlich auch Twitch. Ich sehe, der Andreas ist auch dabei. Grüß dich, Andreas. Und ja, wünsche uns allen viel Spaß und viel Erfolg und mal schauen, was gleich um halb passiert. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja, stimmt, Andreas ist auch da, sehe ich auch gerade, auch von meiner Seite, dann nicht nur in Richtung YouTube, sondern auch an die Zuschauer bei Twitch, die heute auch mit dabei sind. Ja, was soll ich sagen? Soll ich was sagen zum letzten Live-Trading? Ich glaube, ich verkneife es mir besser. Ich versuche heute einfach nicht, keinen Mist zu bauen, ja. Und gut, das versucht man ja immer, aber man sollte sich davon auch nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Das ist halt auch klar, ne? Trotzdem ist das ja hier, ich meine, im Risikohinweis steht es ja, nicht nachhandeln, aber es ist halt auch dennoch ja kein Entertainment, ne? Und es ist halt einfach live. Und zu live gehört eben halt alles, was dazugehört, ne? In jeder Form, so irgendwie Erfolg, Misserfolg, irgendwie Glück und Pech, Emotionen, Aufreger und eben das ganze Spektrum von vorne bis hinten, ne? Das ist halt klar, deswegen ist es halt aber auch live, weil so irgendwie Trades irgendwie aufzeichnen, danach so zeigen, hey, guck mal, ich habe da einen tollen Trade gemacht, deswegen bin ich jetzt auch immer so der absolute Anti-Freund davon, aber es ist ja irgendwie auf, keine Ahnung, Twitter, beziehungsweise X, Instagram, Facebook, so wie in allen Foren, ist das ja halt irgendwie so Usus und der Standard, ne? Irgendwie so Trades zu zeigen, die halt schon gelaufen sind und das sage ich halt auch immer, ey, das kann halt einfach jeder. Und weil da muss man nur irgendwie 10 Stück machen und irgendwie die Zweifelsfalle, die neuen Loser lässt man weg und nimmt sich dann nachher den, der super war und sagt dann, hier, guck mal, ich hab's drauf. Und deswegen, weil das halt so geht, ich will nicht jedem unterstellen, dass das bei jedem so der Fall ist, aber weil das halt so geht, deswegen war zum Beispiel bei uns in der Trading, in der Facebook-Gruppe, Traders Club, Stereo Trader, war es von Anfang an eine Gruppenregel, keine nachträglichen Trades. Ne? Also die nicht zumindest irgendwie vorher erklärt worden sind im Detail, weil das halt einfach in den meisten Leuten, in den meisten Fällen halt einfach Scam ist. Ne? Und deswegen bin ich da halt immer irgendwie da auch ja, kein Freund davon. Aber die Kehrseite der Medaille ist eben die, dass es halt trotzdem dann live, wenn man das macht, nicht immer gut geht, ist halt auch klar. So, jetzt schreibt hier einer, Bitcoin läuft zu 52.000. Was? Wann? Jetzt gerade? Ist mir noch nicht aufgefallen. Müsste ich vielleicht mal drauf gucken. Kann man da wirklich irgendwie, ist da gerade was los? Aber ich gucke gleich mal. Gut, so, alright. Ihr dürft natürlich immer in die Kommentare alles reinschreiben, was euch irgendwie dazu einfällt. Mal gucken, was das jetzt hier werden wird. Ich habe ja gestern Abend im Livestream ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Also vor allen Dingen natürlich zum DAO. Und dass ich nämlich eben ganz großer Freund davon wäre, wenn dieses Hoch, also diese Highs hier oben, wenn das eben hält. So, wo ist denn die Kamera? Wenn das hier eben hält und eigentlich müsste der hier oben, dürfte der nicht so ohne weiteres rüberkommen. Naja, von der Aussage hat er sich zumindest jetzt doch 15 Stunden lang schon beeindrucken lassen, nämlich genauso klebt er hier oben auch schon, kommt auch nicht weiter. Das war insoweit dann erstmal richtig und von daher wäre ich auch immer noch ein Fan davon. Also normalerweise ist ja immer der Ansatz der, eine Range löst in Trendrichtungen auf, also in die Richtung, in die sie entstanden ist. Das ist der normale Ansatz. Und es sei denn,
Es kommt einfach überhaupt gar nichts mehr hinterher über einen zu langen Zeitraum, ne? Und das haben wir jetzt halt hier langsam so ein bisschen, finde ich. Und ich wäre auch immer noch ein großer Freund davon, wenn wir hier noch ein bisschen mehr Reaktion nach unten bekommen. Was er dann später oben raus macht, das ist mir dann wiederum ziemlich egal. Aber dass wir hier zumindest nochmal irgendwo da unten im Segment da ansetzen. Also hier sieht man ja, ne, die Value Area von gestern liegt halt hier bei der 695 als Beispiel. Das sind gerade mal 100 Punkte. Das ist für eine Kasseneröffnung eigentlich ein Katzensprung. Und sollte eigentlich kein Riesenthema sein. Aber gut, man weiß ja im Endeffekt nie, wenn er jetzt aber sich nämlich an genau das andere Prinzip hält, nämlich die Range in Trendrichtung aufzulösen, naja, dann wird es halt haarig. Ne? Da ist aber dann auch die Frage, wie soll das gehen, wenn hier oben nichts mehr nachkommt, die ganze Zeit schon, und wo wird dann die Liquidität auf der Oberseite zu Ende sein erstmal? Weil ich glaube nicht, das ist natürlich aber immer wieder der Punkt, wo ich sage, hey, es sind nicht in der Kirche. Aber halt rein vom Bild her gehe ich nicht davon aus, das ist Glauben vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt einfach da oben rauslaufen und dann noch nicht mehr zurückkommen. Vielleicht macht er irgendwie hier oben noch irgendwo so ein Spike da in irgendeiner Form halt hin und guckt sich nochmal irgendwie die Hochs hier an, geht ein bisschen drüber, aber ich glaube nicht, dass wir da einfach so oben abhauen. Ne? Wir sehen auch jetzt hier mittlerweile, das ist hier immer so mein mittelfristiger Tendenzgeber, nennen wir ihn mal so, der SMA 20 im H1. Der zeigt eben immer noch nach oben und deswegen hat er auch hier allen Grund, immer noch irgendwie sich da oben irgendwo aufzuhalten, weil es ist halt nun mal einfach die Mitte des heutigen Tages ja dann halt auch mindestens, ne? Und dort, wo man halt ja auch, sieht man ja ebenso hier, das Volumen ist auch dort nicht weit davon entfernt. Deswegen kann der natürlich immer wieder dahin laufen. Das ist soweit okay. Und der wird auch nicht ohne weiteres komplett wegbrechen, solange das Bild hier in der Tendenz immer noch eben aufwärts ist. Das heißt, im Zweifelsfalle gar nicht so einfach, aber vielleicht auch gar nicht so schwer. Also ich würde mich jetzt hier schon erstmal an den Hochs orientieren, die wir hier haben, ausgehend davon, dass wir die nicht ohne weiteres da wegkaufen und dann halt eben gucken, im Zweifelsfall dann halt eben noch einskalieren. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken, hier, was der Bitcoin-Einwand da, der Micha, den kennen wir doch, den Micha, der macht nämlich jetzt hier nervös. Ach ja, gut, ist hier ein bisschen, wackelt ein bisschen auf der Stelle rum, aber da habe ich ja eh auch schon genug dazu gesagt, ne? Sieht für mich irgendwie alles nicht mehr gut aus, um da von jetzt aus eben nach oben durch die Decke zu knallen. Nelson, wann haben wir telefoniert? Am Freitag? Oder wann war das gewesen? Ja, genau. Ja, ne? Wo ich noch gemeint habe, ey, der könnte jetzt eigentlich echt den Sprung machen und dann irgendwie dann oben durchknallen. Da waren wir hier oben tatsächlich im Coin an der Wocheneröffnung bei der 70.000 irgendwas. Und das sah wirklich so aus, es macht das und dann einfach doch nichts mehr und krabbelt dann halt jetzt einfach nochmal weiter runter. Ich gucke mir hier die 63.000 noch an und wenn dort halt eben dann auch nichts passiert, dann muss man nochmal nachdenken. Aber gut, Bitcoin hier nur am Rande, wir gucken ja erstmal. Aber es hat mich jetzt natürlich interessiert, weil ich ja da auch nicht so wahnsinnig klein positioniert bin im Bitcoin. Also Micha, mach mich nicht nervös hier, sonst muss ich nachher hier das Live-Trading, den Stream abbrechen und mich um meine Position kümmern, weil da steckt ein bisschen mehr drin und jetzt habe ich schon gedacht, irgendwie der ist irgendwie runtergekracht, irgendwie etliche tausend Punkte, aber hat er nicht gemacht. Er drückt ja nur, ne? Gut, so, und Patzo schreibt es, ja genau, ich freue mich natürlich auch über ein Like, egal ob ich das jetzt gut mache oder nicht. Und vielleicht gibt es ja dann einfach ein Like für die schöne Musik oder das aufgeräumte Bild oder für den Nelson. Es ist auch okay, ja. Aber generell so ein bisschen Interaktion ist natürlich immer nett. So, wir haben noch 5 Minuten bis zur Eröffnung. Wir sehen jetzt halt hier, ne, stehen da jetzt irgendwie genau in dem Segment hier rum, ne, also wo halt dieser eigentliche Shortpunkt gewesen ist, vorher mal, also hier auch relativ viel gehandelt, hier oben dann das Tageshoch von gestern und bin halt mal gespannt, wie er jetzt damit irgendwie umgehen will. Wenn wir da jetzt mal in den kleineren Timeframe reingehen und da sehen wir natürlich halt auch hier unten genau wie eben der H1, ne? So, als Überblick, der Daily hängt hier auch, ne, an einem fallenden SMA 20. Das wird auch nicht so ohne weiteres gehen, dass der da oben drüber steigt, plus halt eben diese Highs. So, das ist natürlich alles von meiner Orientierung erstmal sehr, sehr shortig. Aber ich sehe halt sonst momentan noch nichts, warum ich da jetzt irgendwie davon ablassen sollte. M15 hier halt auch, da hatten wir vorhin irgendwie 14:30 Uhr so ein paar News, hat der Nelson auch noch gerade mir was dazu erzählt. Und da gab es so einen Spike, aber damit halt eben auch ein höheres Hoch hier über diesen Zwischendingern. Ist im Framing Short, würde reichen bis eben halt nochmal an das Vortageshoch, falls er da jetzt irgendwie spiken möchte.
und der M5 gerade irgendwie im Long-Modus unterwegs. Das ist so die kurzfristige Betrachtung, ne? Also versuche ich das ja halt eben ja dann auch in der Regel dann ja auch zu sortieren und beziehungsweise da halt ein möglichst einheitliches Bild hinzukriegen. Das heißt aber eben auch, dass der M15 hier gerade gegen den H1 läuft. Der H1, der hier am SMA20 hängt. Also wäre hier jetzt eigentlich auch potenziell möglich, hier direkt nochmal genau da, wo wir jetzt stehen, direkt runterzulaufen, könnte schon sein. Aber ich würde jetzt schon mal irgendwie so den ersten Impuls da halt mal abwarten und mir den mal angucken, weil ich muss jetzt hier auch nicht irgendwie die große Reise hinkriegen, sondern nur so ein bisschen was vom Bild. Das wäre halt eben so der Plan, irgendwie hier runterzukommen auf die 695 und von mir aus auch dann tiefer, wenn ich denn Short drin bin. Wenn nicht, dann geht es womöglich dann auch in die Gegenrichtung, ne? Weil dort endet eben auch, ich hoffe, das ist nicht zu klein, aber ich kann auch nochmal rübergehen, dort endet ja eben auch hier unten die Extension vom H1 wiederum, ne? Vom Framing. Also für mich das, oder ich weiß nicht, wer jetzt hier irgendwie zum ersten Mal dabei ist, ich finde es immer irgendwie schon recht wichtig, sich anzugucken, also hier Framing, da gemeint ist damals hier dieses Priax-Add-on, was die Außenstäbe mit einer Extension eben darstellt. Und weil darauf auch relativ viele Trailing Stops halt aufbauen, die vom Stair-Trader kommen. Also ursprünglich war es genau umgekehrt. Die Trailing Stops waren zuerst da und dann habe ich gedacht, na, kannst du eigentlich mal so ein Ding bauen, wo man sieht, was der da eigentlich treibt, weil ich halt schon irgendwie in den Backtests immer wieder gesehen habe, dass das halt recht weit kommt, ne? Und wenn man sich das jetzt so dann mal visualisiert und dann sieht man eben, dass der Markt sehr, sehr ungern eben so ein Framing kaputt macht und wie man auch hier sieht, sich recht genau immer wieder dran eben aufhält und in die eigentliche Richtung gern immer wieder zurückzieht. So, und das nur irgendwie zur kurzen Erklärung. Und eben jene Extension auf der Unterseite wäre halt eben hier bei der 699, 695 würde also extrem gut zusammenpassen. Das heißt, wir könnten hier unten nochmal eine Reaktion kriegen. Übrigens, ne, hat man ja auch gestern gesehen, da hatte ich das Thema ja auch um 12 Uhr, wo ich live gewesen bin. Da hatten wir hier genau an dieser Stelle, war das hier? Nee, es war hier, war das. Auch genau eine Extension, wo ich gesagt habe, der müsste jetzt hier eigentlich reagieren und nochmal da oben hinlaufen. Und siehe da, er hat es genau gemacht und hat vor allen Dingen auch eben die ganze Reise nach oben gemacht, die er auch als Alternativweg eben ab hier machen sollte, ab dem Bereich. Das heißt, schon insgesamt eine recht verlässliche Nummer und vermutlich, weil da halt eben ja diverse Algos eben dann halt schon darauf unterwegs sind, ne? Also ich meine, so ist es ja zumindest zu erklären, warum diese Logik halt vom Trailing Stop halt schon so lange irgendwie existiert und dass die eben auch immer wieder recht verlässlich ist. So, Nelson, was sagst du zu der ganzen Sache? Komm, hilf mir mal ein bisschen Ich im habe es mir Redefluss. genauso aufgeschrieben auch. Also ich habe nichts zu ergänzen. Ach man, Nelson, du kannst auch was Eigenes dazu sagen zu dem Markt. Also vielleicht auch, du bist ja fundamental ja auch immer ganz gut dabei. Ich bin ja immer derjenige, der nur gucken kann, gucken und klicken. Und der Denker hier bist ja ganz eindeutig du von uns beiden. Also wenn du fundamental irgendwie was dazu sagen willst. Nee, also meine eigene Meinung dazu ist, der Markt ist nicht klein zu kriegen, egal was draußen Ja, passiert. da ist auf jeden Fall was dran. Das stimmt. Also das ist irgendwie, gerade der Dow, ne, macht da halt irgendwie mehrere Tage irgendwie am Stück immer wieder neue Lows und zieht dann jetzt eben mal nochmal rauf in die Mitte. Also es ist irgendwie schon so ein bisschen anstrengend. Da war der DAX tatsächlich irgendwie die letzten Tage jetzt wieder freundlicher. Der war gut irgendwie darunter zu kriegen und auch gut wieder im Rückwärtsgang. Aber der Dow ist hier schon so ein bisschen speziell. Ne? Hab mal schon überlegt, ob ich Vielleicht haben wir gerade tatsächlich vor dem Webinar hier im Team kurz besprochen, der Technologiesektor ETF XLK, der soll ja neu gewichtet werden. Und Nvidia wird auf 21% Gewichtung steigen von 6%. Das Wow, heißt, die okay. müssen jetzt 6 Milliarden an Nvidia-Aktien jetzt dazu kaufen. Und Apple wird dann runtergestuft oder von der Gewichtung her von 20, irgendwas auf 4,5. Also da kannst du dir diesen Wahnsinn mal dir anschauen. Ja, das ist halt schon echt bitter, ne? Also wie Nvidia wirklich durchs Dach geht, das ist halt irgendwie schon ziemlich krank mittlerweile, ne? So, wo man auch gedacht hat, also bei 1000 ist Schluss, ne? Und wo sind wir? 1000, wo war jetzt? Das High, also auf jeden Fall auch nochmal irgendwie ein gutes Stück drüber. Ja, aktuell sind wir jetzt nach dem Split auch bei 131.
Ja, das heißt aber insgesamt nochmal irgendwie 30 Punkte zugelegt oder 30% zugelegt, ne? Ja, Das hat Wahnsinn. ja was. Ja. So, okay, also die Eröffnung ist da. Mal gucken, bis jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Wir machen uns hier erstmal auf in Richtung Vortageshoch. Relativ verhalten. Man sieht, ich bin hier schon irgendwie auf dem Knopf drauf und irgendwie auch gewillt, hier einen Short auszulösen. Eben ausgehend davon, dass wir da oben einfach nicht mehr, dass wir keine Liquidität mehr finden. Ne? Also mal gucken, so ein bisschen Bestätigung hätte ich schon gerne. Hier das Zucken reicht mir jetzt noch nicht so ganz. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja noch irgendwie deutlicher. Aber generell finde ich den Ansatz erstmal richtig. Auch von der Reaktion, die wir jetzt halt hier sehen, sieht man ja auch, bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Ne? So, mal kurz 2 Minuten abwarten und dann mal sehen, ob wir da nochmal halt irgendwie, ob man da halt irgendwo reinkommt. Im Zweifelsfall eben skaliert, das heißt erstmal mit einem recht großen Stop. Aber insgesamt stimmt das jetzt erstmal so, wie ich das gesehen habe. Ja, aber ich wollte jetzt oben auch nicht unbedingt direkt blind dagegen gehen. Ich gucke mal, ob wir hier noch irgendwie einen Rücklauf kriegen. Blöd wäre natürlich, wenn er jetzt einfach direkt runterfällt. Das wäre natürlich dann so ein bisschen schwierig. Aber 2 Minuten sollten eigentlich. Vielleicht gehen wir hier mal kurz auf den M1 auch. Ja, die ist schon ganz schön lang, ne? Die hier, die Minutenkerze. Bin eigentlich eher ein Freund vom M2. Die läuft so ein bisschen sortierter. Also ich gehe jetzt mal hier mit einer Position, fange ich mal an. Mal gucken, hier oben die Eröffnung. Die muss man natürlich irgendwie aushalten. Das heißt, das wäre dann eher so die Stelle, wo ich dann halt auch nochmal ein Stück verlängern würde. Auch wenn wir jetzt hier natürlich, ne, wir laufen im Framing jetzt hier natürlich erstmal dagegen, das ist halt klar. Ne? Also hier war der letzte Impuls eben long. Auch das Framing am 15 ist umgedreht. Das ist natürlich erstmal so gesehen erstmal falsch. Und aber halt hier von dem, ich bin trotzdem oder meine hier doch zumindest zu sehen, dass wir halt Gegenwehr haben. Aber wie gesagt, wenn er halt daneben geht, dann muss man halt nochmal ansetzen. Ne? Dann ist es halt eben so. Aber hier oben war halt schon eben recht deutlich. Ne? Von daher finde ich es jetzt erstmal soweit auch legitim, das so zu machen. Man kann ja auch ausskalieren, ne? Hier nochmal eine Position rausnehmen, Risiko erstmal nochmal ein Stück weit raus. Und dann halt gucken. Hier oben die High brauchen wir natürlich nicht nochmal. Aber dadurch kann ich natürlich mit dem Stop hier dann auch ein bisschen in der Gegend rumfahren und muss mich da halt nicht irgendwie auf eine einzige Position da jetzt halt irgendwie beschränken lassen. Aber generell klar, ne? Das ist schon okay, dass der erstmal nach oben drückt und das ist auch nicht so ohne, da jetzt dagegen zu halten, weil, ne, man sieht es ja hier, M5 Long, M15 Long, H1 Long und das Einzige, was ich halt habe, ist hier oben diese Reaktion, ne, als irgendwie quasi kleine Indikation, dass da oben halt eben doch Verkäufer sitzen. So, und das heißt natürlich auch, übers Vortageshoch wäre natürlich erstmal nicht so gut, wobei selbst das, habe ich ja vorhin auch irgendwie ganz am Anfang gesagt, wäre schon möglich, dass er da oben halt irgendwie noch in irgendeiner Form rausspiked und dort dann irgendwie die Exit-Liquidität da halt sich dann holt und dann halt irgendwie ein paar Meter höher dann erst runterkommt. Das kann halt leider passieren, ne? Das ist halt einfach klar. Und damit muss man halt rechnen. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie er jetzt halt hier damit umgeht. Die ersten 5 Minuten sind jetzt irgendwie gleich um und zeigen erstmal nach oben. Man kann natürlich auch erstmal sagen, gut, dann gehe ich erstmal raus und dann gucken wir mal an, irgendwie was der M15 macht, weil der hätte natürlich Luft bis zu 850. Ne? Das ist natürlich jetzt genau hier oben, wo mein Stop liegt. Das ist ja logisch. Und was auch hier im Daily recht plausibel wäre, 856, 870. Aber mal gucken, noch sind wir nicht da. Noch ist hier irgendwie alles möglich. Ja, aber es ergibt für mich einfach keinen Sinn erstmal, ne? Also vom jetzigen Bild her. Soll nicht heißen, ne, dass irgendwie der Markt irgendwie wahnsinnig viel Sinn ergeben muss. Nee, ich meine halt einfach von dem Interesse, ne, vom Käuferinteresse, warum die jetzt hier auf höherem Niveau weiterkaufen sollten. Das meinte ich damit, ne? Und es kann natürlich sein, dass wir hier jetzt halt so irgendwie so einen Stich nach oben rauskriegen, das könnte schon sein. Da muss man halt nochmal neu ansetzen. Aber hier jetzt unterm Vortageshoch, da erstmal Short, finde ich jetzt erstmal jetzt nicht so wahnsinnig falsch. Ne? Sollte auch hier nicht irgendwie direkt mit einer großen Position reingehen, finde ich. Aber ohnehin sollte man machen, beziehungsweise sollte man ja nur so handeln, wie man das selber macht. Also das heißt, wenn ich hier was sage, ist das ja nicht als Empfehlung
gemeint, ne? So, ist hier oben so ein bisschen, ja, so ein bisschen verhalten, aber auch noch nicht irgendwie wirklich ambitioniert, da halt irgendwie so richtig ein bisschen deutlicher halt zu reagieren, ne? So, ich mache mal den zweiten hier manuell. Ja, hier meint auch jemand krasser Ansatz, da oben halt irgendwie short zu gehen. Finde ich jetzt nicht, ne? Ich meine, wir hatten jetzt irgendwie 15 Stunden lang irgendwie kein neues Hoch. Sind jetzt hier irgendwie knapp unter dem Hoch. Klar, mit dem Kassamarkt jetzt. Ob es falsch ist, sieht man dann halt nachher, ne? Ob es falsch oder richtig war. Das ist ja meistens so. Aber klar, Vortageshoch ist natürlich erstmal halt so mega interessanter Punkt. Ich glaube halt auch, ne, selbst wenn das jetzt hier im Daytrading schwierig ist, der Markt wird nicht einfach so abhauen nach oben, ne? Also das wird nicht passieren. Also wenn der, ich lass den mal kurz ganz rausgehen hier. Wenn, selbst wenn, also hier über Vortageshoch, ne, da könnte es jetzt einfach sein, das, was ich gemeint habe, dass wir hier so ein kleines neues Hoch kriegen. Es kann halt sein, dass der sich jetzt versucht, nach oben durchzubohren. Und aber halt eben wegen dem ganzen Rest von dieser Struktur glaube ich nicht daran, dass wir da oben weit kommen, sondern eher, dass halt hier relativ schnell nochmal irgendwo Schluss ist. Und ich gehe jetzt auch direkt, wie man sieht, ja nochmal dagegen, weil ich einfach glaube, dass da oben erstmal nur Exit-Liquidität irgendwie ist. Das heißt, ne, irgendwie hier so ein paar Stops irgendwie raus überm Vortageshoch und weil das ein klassischer Ausstiegspunkt ja dann eben auch ist und dass da jetzt erstmal nichts mehr kommt. Ne? Ja, ich weiß, das ist irgendwie ganz schön, wie soll ich das sagen, bisschen sehr überzeugt, ja, ne, aber wäre jetzt nicht das erste Mal, wo wir sowas halt sehen. Ne? Nur weil der sich jetzt hier gerade mal 5 Minuten aufstellt, muss der nicht gleich von diesem hohen Niveau aus den Vortag kaufen, dann auf 39.000 laufen. Ne? Gut, also hier oben halt auch, ne, Extension, genau, H1 wäre vielleicht auch mal wichtig. Danke für den Hinweis, bei 880, ne? Das heißt also dann hier oben in dem Bereich, wobei ich auch gestern schon irgendwie, da wurde ich ja auch gefragt im Livestream, wo ist der Stop von dem Short? Also ich habe noch einen Short Swing, der ist bei 980. Der hat natürlich noch deutlich mehr Luft, ne? Aber der stellt sich hier natürlich schon ganz schön mies irgendwie gerade auf, ne? Das ist schon so ein bisschen arg. Bin gespannt, was das irgendwie werden soll, ne? Also nur für ein paar Punkte, da hätte man natürlich hier unten long gehen müssen. Das ist schon klar, ne? Aber ich bin ja immer irgendwie oder versuche ja immer noch irgendwie ein bisschen Rutsch da unten hin mitzukriegen auf die, also was von hier dann eben 170 Punkte tiefer ist. Kann natürlich falsch sein. Das ist schon klar. Oh, das gehört ja eben dazu. Sehen auch jetzt hier im Buch, ne, so ein bisschen, ob die dann eben echt ist oder nicht. Steht natürlich auch noch auf dem anderen Blatt, aber wir kriegen hier auf jeden Fall schon so ein bisschen Unterstützung, ja, wie man sieht, von der Bärenseite. Und da läuft auch irgendwie so entspannt darauf. Also was heißt entspannt, ne? Aber so schleicht so ein bisschen darauf, ne? Und irgendwie in einem Ausbruch sieht das eigentlich auch so ein bisschen anders aus schon mal. So, mal gucken, ob wir da jetzt ein bisschen mehr bekommen. Noch von der Gegenseite, Orderbuch insgesamt recht ausgeglichen erstmal. Und hier eben wäre dann da oben, ne, hier der H1, um den mal aufzumachen. Da wäre dann halt die Extension 897, also knapp unter der 900. Ne. Tatsächlich schon wieder da, wo ich rausgehen würde. So, das ist die erste Extension. Bisschen viel klicken, die 900 halt, ne, habe ich gerade gesagt. Aber der kommt hier jetzt gerade schon natürlich so ein bisschen mehr irgendwie angesprungen. Mal gucken. Aber es ist für mich halt jetzt erstmal irgendwie ein möglicher CRV-Trade, ne, wo ich halt dann eher bereit bin, irgendwie auch zwei, dreimal
daneben zu liegen, weil die Strecke nach unten, also falls er das halt noch macht, ne, wäre natürlich von hier aus jetzt irgendwie 200 Punkte. Ne? Und das ist natürlich dann, steht ja dann am Ende in keinem Verhältnis mehr. Und trotzdem natürlich blöd, wenn es jetzt irgendwie nur nach oben drückt, dann ist natürlich, nutzt halt alles CRV halt natürlich auch nichts. Das ist halt auch klar. Das ist auch klar. Ja, wenn nicht, dann machen wir halt die Serie voll, ne? So aller guten Dinge sind drei, dann machen wir halt irgendwie drei Live-Tradings hintereinander, die nicht aufgehen. Nelson, was sagst du dazu? Ich muss das ja leider auch so ein bisschen mit Humor nehmen. Wo ist denn mein Bildchen eigentlich? Hä, was habe ich denn hier Ich wollte gedrückt? gerade sagen, du bist nicht mehr zu sehen. Ah, okay, da. Ja. So, ich würde halt hier auf jeden Fall nicht irgendwie blind dagegen gehen, ne? Sondern Risiko raus. So, erstmal Risiko raus, weil irgendwie drückt ihr mir gerade so ein bisschen nervig da oben in der Gegend rum. Und dann eher nochmal irgendwie nochmal reingehen, wenn es nochmal eine Reaktion gibt, aber halt hier jetzt nicht irgendwie blind einfach. Das mache ich nicht. Weil jetzt hier, dass der so da oben rausgeht, das ist eigentlich das schon zu viel. Ne? Das ist irgendwie klar. So sollte das nicht aussehen. Nicht nachdem er hier 15 Stunden lang festgehangen hat am Hoch, dann einfach mal so mit der Kassaeröffnung dann da oben raus. Das ist natürlich irgendwie echt nicht gut. Nicht gut für Short, sagen wir es mal lieber so. Das ist klar. Ja, genau. Also 930 könnte man nicht. Ich bin eigentlich gar kein Fan mehr, ne, von so langen dagegen halten skalierten Nummern. Ne? Ich bin irgendwie letzte Zeit da irgendwie ganz anders unterwegs und bin dann eher ein Freund davon, mich ausstoppen zu lassen. Und nochmal neu anzusetzen. So, hier ist nämlich genau die 930, ne? Aber gucke ich das mal an. Das ist irgendwie eigentlich ziemlich sinnlos, ne? Also jetzt hier irgendwie dagegen zu halten. So, das ist irgendwie so ein Rätselraten. Wo will der denn überhaupt hin? Was soll denn das überhaupt werden, ne? Weil das ist Quatsch. Also auch jetzt hier bei 930, ne? So, wo der Patzo hier auch gerade geschrieben hat. Irgendwie bei 930, irgendwie letzte Station. Ja, kann sein, ne? Das artet aber dann irgendwann in Raten aus, ne? Das ist halt einfach das Problem. Das ist so, weißt du, dann kommt als nächstes dann, ja, 980, ja, nee, 39.000, ja, 39.100, ne? Und dann lieber irgendwie gucken, dann erstmal jetzt, würde ich halt sagen, so die erstmal Füße stillhalten und dann halt mal sehen, ob man da halt nicht irgendwie von der anderen Seite reinkommt, ne? Dann halt eher lieber versuchen, hier mit dem Impuls mitzugehen. Klar, schwierig ist natürlich, dass wir jetzt hier an der 930, da kriegen wir jetzt auch gerade eine Reaktion, so wie es aussieht, ist auch hier nochmal eine Extension, M15 ist zu weit gelaufen. Aber ne, man sieht auch hier im M2, der drückt ja noch nicht mal irgendwie bis an die Eröffnung. Also mal ausgehend davon, dass der M2, wie man ja sieht, der baut hier gerade das Framing. Der dreht ja noch nicht mal um. Ne? Er kommt ja noch nicht mal bis an die Öffnung. Und das finde ich halt dann so ein bisschen verdächtig. Ne? Und wo ich dem Braten dann auch nicht traue, dass der nicht jetzt irgendwie doch komplett noch ein Stück weiter nach oben durchschiebt. Deswegen erstmal abwarten, was jetzt hier passiert. Ne? 930, okay. Aber reicht das? Ja, die hätte natürlich hier schon ein bisschen was gerissen. Ne? Aber ich warte trotzdem noch mal irgendwie im Moment ab. Ne? So, ich bin ja über der 900 raus. Das heißt, aber auch hier, ne, wir haben jetzt erstmal gerade hier nur so ein Zucken. Was ich aber vorhin gemeint habe, ist M15 zu weit gelaufen. Das war ja halt noch so ein Argument mit dazu. Eben bis zu 850. Und dahin kann der jetzt von hier aus eigentlich durchaus zurücklaufen am Stück. Aber es ist natürlich von der Vola schon so ein bisschen arg, ne? Finde ich, was da irgendwie gerade läuft. Das ist schon nicht ohne. Das ist nicht ohne. Wir sind mal von 780 auf ja, 940. Das sind mal eben schlappe 160 Punkte in 15 Minuten. Das ist echt schon heftig, ne? So, mal kurz abwarten, was das jetzt hier irgendwie werden soll. Ne, weil hängt sich jetzt hier, also ich versuche jetzt natürlich halt,
zu erkennen, welcher Timeframe jetzt hier irgendwie gerade wirklich relevant ist. Ne? Ich habe auch immer noch meine Zweifel, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, dass der einfach da oben weiterläuft. Ne? Da habe ich immer noch meine Zweifel dran und da glaube ich auch immer noch nicht dran. Dass er übertreibt, ja, dass er so viel übertreibt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist mir so ein bisschen too much. Ein bisschen viel für meinen Geschmack. So, wenn aber jetzt halt oben nichts mehr kommt, dann würde ich es nochmal versuchen, nochmal anzusetzen. Schon arg, ne? Schon arg. Ja, der Hinweis hier von Pazzo mit der 39, die hier aus dem Live-Chart kommt, war natürlich schon gut. War schon gut. Aber ich will jetzt hier so ein bisschen mehr irgendwie Ordnung erstmal im Bild haben. Also 850 habe ich ja gerade gesagt, ne? Das ist eigentlich so relativ plausibel, dass er da erstmal hinläuft. Also die hättest du schon aushalten können. Und nicht unbedingt nach 30 Punkten raus. Da kann man auch 80 draus machen, wenn man da oben so dagegen hält. So, und es ist halt nur die Frage, ist das jetzt hier nur ein blöder Spike, der direkt schon vor 16 Uhr nochmal abgebaut wird? Oder will der allen Ernstes versuchen, da oben weiterzulaufen? That's the question. So, ich warte mal die hier noch ab, die 5 Minuten. Aber hier oben jetzt irgendwie long bin ich natürlich auch kein Freund davon. Ne? Das ist halt irgendwie auch klar. Das ist natürlich auch klar. Wenn wir jetzt irgendwie halt noch im Mittelfeld stehen würden, ne? So, wo ich sage, okay, da oben ist ja erstmal nichts, ja, aber die 930 ist halt, also hier das alte ATH 931 ist schon recht markant, ne? Und deswegen gehe ich jetzt hier auch nicht mehr long rein. Wenn da halt oben irgendwo noch was, also mit meinem Blick auf den Markt noch was fehlen würde, würde ich da auch noch long reingehen. Da hätte ich jetzt auch keine Schmerzen mit. Aber nicht, wenn da oben erstmal alles soweit komplett ist. So, aktuell drückt es ja erstmal nur runter, ne? Aber ich warte trotzdem mal ab, was der wieder im 5 hier rausgeht und ich hoffe nicht zu tief. Weil das ist natürlich immer dann das Schwierige, ne? Wenn man halt irgendwie so auf Bestätigung, auf irgendeine Art der Bestätigung wartet und der Markt einfach gar nichts irgendwie dann im Rückwärtsgang dann halt nochmal bestätigt, sondern alles überfährt, da ist er natürlich echt so ein bisschen arg, ne? Und dann da halt irgendwie noch klar zu kommen. Weil aktuell sehen wir hier nur, es kommt hier M2, ne? Guck es mal an, hier. Kein Rücklauf, kein Rücklauf, kein Rücklauf. Also es drückt irgendwie gerade im 2-Minuten-Takt nach unten, wie es vorhin nach oben gedrückt hat. Erstmal. Und hier ist auch nur so ein bisschen Korrekturchen und mehr erstmal nicht. Ich bin immer noch ein Freund von Short hier. Unverändert, wegen dem Bild im Daily. Aber irgendwie reinkommen würde ich schon gerne. Sauber. Nicht einfach jetzt hier nochmal blind dagegen halten, weil hier macht er jetzt auch gerade keinen neuen Tiefs mehr. Nämlich kann natürlich genauso gut sein, dass wir halt eben noch mal dann rauflaufen. Ich so, haben wir hier oben original Point of Control jetzt hingezimmert. Tatsächlich, ja. Also schon recht viel Volumen, was dann halt hier oben auch dann kam. M5 fängt jetzt hier auch erstmal nur fest, wie man sieht. So, dürfte es aber jetzt im zweiten Anlauf eigentlich dann doch mal angehen, Runde. Hier über den Pock.
So, mal gucken, ob wir jetzt wenigstens mal irgendwie ein neues Low hier hinkriegen. Was ja schon langsam irgendwie mal wünschenswert wäre. So, okay. So, Vortageshoch wird natürlich jetzt ein Knackpunkt, deswegen würde ich jetzt hier erstmal nicht verlängern. Das wird man versuchen, nämlich zu bestätigen. Hier waren dann auch die 850, ne, die auch genau dazu gehört. So, gucken wir dann noch einen Nachtreter hinkriegen. Im zweiten Anlauf könnte man es dann versuchen. Aber es ist halt schon, die Reaktion ist schon irgendwie recht deutlich, ne? Am Vortageshoch. Aber klar, ich meine, das ist ja halt eben auch genau das Ding. Entweder laufen wir also rein vom Daily-Bild übers Vortageshoch und bestätigen den Long-Trend. Ja, oder wir verkaufen es halt, ne? Und bestätigen Short. Deswegen ist es natürlich schon ein markantes Level. Ja, wir werden doch nur einen hier nachkriegen. Oder allen Ernstes nicht. Allen Ernstes nicht. Ja. Anstrengend heute. Weil ich vermute halt oder fürchte halt eben auch oder vermute oder wie auch immer, dass wir auch wirklich erst bis zum Schluss der Stunde das Ding hier dann komplett auflösen. Und da kann halt immer alles Mögliche passieren. Auch der komplette Rückwärtsgang, ne? Aber auf der Long-Seite ist für meine Begriffe hier oben eigentlich jetzt erstmal der Drops gelutscht. So, ich finde hier so ein bisschen, weiß nicht, ich lasse den mal kurz weg hier. Gefällt mir noch nicht so wirklich. 930 war natürlich der Premium-Einstieg. Ja. Ja, klar. Aber das ist natürlich ein geratener Einstieg, ne? Das ist ja halt einfach immer das Problem. Und das ist halt, und hier versuche ich ja halt in der Kurzfrist Tendenz ja was abzulesen, ne? Und ich meine, bis jetzt ist es richtig. Ob wir jetzt dann da drunter fallen, weiß ich nicht, ne? Dann wäre es halt richtig, richtig. Aber erstmal drücken wir da unten rum, ne? Und die Chance ist eben da, dass wir das jetzt da unten auch erstmal rausnehmen, ne? Beziehungsweise zumindest mal halt irgendwie ein Stück drunter gehen. Ob das dann dazu ist, um halt eben tiefer nochmal reinzukommen und um die Bullen zu ärgern oder es ist, um die Bären zu veräppeln, das weiß ich nicht. Aber das ist nichts, sonst sehe ich jetzt gerade hier auch im Volumen auf der linken Seite komplett irgendwie hier durchlöchert. Da haben wir halt hier nur einen krasser Schluss von gestern nochmal auf der Unterseite. Aber mehr, also das wäre natürlich schon relativ tief wieder da unten, ne? Also bis dahin irgendwie zurück, das wäre natürlich schon ein bisschen arg, das ist ja eigentlich der Punkt, an dem wir gestartet sind. So, und hier baut das sich jetzt natürlich, das ist so die Gefahr dabei, natürlich schon so ein bisschen Support irgendwie gerade auf, ne? Und er darf natürlich nicht zu lange halten. So, jetzt kann ich eine Abstimmung machen. Lassen wir den drin oder nehmen wir ihn raus? Den zweiten. 15. Ich versuche hier die Uhr auch im Auge zu behalten. Der M5 wird höchstwahrscheinlich den nächsten Impuls geben und versucht hier in Rot zu schließen. Also wenn der in Rot schließt, dürfte es zumindest irgendwie einen kleinen Nachtreter dann halt geben. Aufstocken, sagt der Robert. Drin, raus, sagt Fashion Self. So, der ist erstmal rot. So, mal gucken, nächster Punkt M5 wäre dann hier unten die 808. Okay. So, bevor es nachher runtergeht und was auch hier schon angesprochen wurde, morgen Feiertag in Amerika, dementsprechend die Okay. Börse zu. Damit auch hier Ja, mal das. die Leute auf GoToWebinar das auch mitbekommen nochmal. So, der war natürlich irgendwie, ne, hier genau dort dann reagiert.
Genau dort reagiert. Das natürlich, das hätte man irgendwie in zwei Anlaufen einstoppen müssen, nicht in einem. Was ich damit meine, ist, ne, erstmal hinkommen lassen, nichts tun und dann beim zweiten Anlauf dorthin dann halt reingehen. Das funktioniert meistens so ein bisschen besser. Weil hier ist aktuell so ein bisschen wenig Druck drauf, ne, finde ich. Aber das ist halt immer das Problem, wenn man im Gewinn ausbaut, verschlechtert man natürlich seinen Break-Even. Das ist halt klar, ne? Das liegt dann einfach in der Natur der Sache. Aber okay, ein bisschen Geduld habe ich noch. Bisschen Geduld geht noch. Mal gucken. Einer könnte da jetzt schon noch irgendwie hinterherkommen, ne? Solange halt jetzt hier irgendwie auch nicht großartig weit durchgekauft wird. Wäre das schon recht plausibel hier unten auch in der Nähe vom Bebop. Und hier das Vortageshoch mit so einem kleinen Pizza. Das wäre dann natürlich schon irgendwie recht heftig long insgesamt vom Bild her. Beziehungsweise von weniger vom Bild, aber mehr von der Sprache her. Ne? Also wir gucken dann nur einmal irgendwie kurz drauf. Aber es ist natürlich klar, ne? Ich meine, ich handle halt hier gegen den Impuls, gegen das Framing im M15, gegen das Framing im H1, aber eben auf der anderen Seite mit dem Daily. Ne? Weil hier das Framing, wenn man sich das mal anguckt, habe ich hier gar nicht drin. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. So, noch, das meinte ich hier mit Nachtreter im M5. Eigentlich müsste da eigentlich ja sowas kommen, wie wir jetzt da auch gerade sehen. Und damit auch, so hoffe ich doch, wesentlich deutlicher durch das Tageshoch durch, als wir das jetzt gerade sehen. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Hier Vibop 800, was habe ich gesagt? 808. Ja, so in dem Segment 820. Ja, das macht schon ganz schön Sinn. Da waren die ersten Shorts wohl nur so ein bisschen überambitioniert früh dran. Also verkürzter Handel. So, komm, machen wir den mal hier weg. Mal sehen, ob wir den jetzt noch mal runtergeprügelt kriegen oder nicht. Ne? Also ich, ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich finde, die Chance ist da. Es macht keinen Sinn, dass der da oben jetzt einfach weiterläuft. Eigentlich macht es viel mehr Sinn, wenn wir jetzt auf Anfang laufen, dann um 16 Uhr nach unten wegkippen. Fände ich tausendmal sympathischer als das hier. Nicht, weil ich short bin, sondern einfach vom Bild her, ehrlich gesagt. Ja, mal gucken. Dann war einfach nur der Short, ist halt manchmal so ein bisschen früh, ne? Ein bisschen früh. So. Patzo. 30 Punkte, ne? Ich habe ja gesagt, 80 hättest du machen können. Die 850. Die wenigstens, ne? Und jetzt hier natürlich möglicherweise das ganze Programm, ne? Wir werden sehen. Ich lasse den mal in Ruhe. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch sagen, komm, mache ich halt vorhin von dem ersten Fail noch mal ein bisschen was gut. Aber mal gucken. So, 16 Uhr. Eigentlich wollten wir nicht irgendwie um 3:45 schon vor Schluss sein? So. Hier muss man mal irgendwie so reinklicken, komischerweise, dass sich der Markt wieder bewegt. Also H1, ne, hier sieht man, das finde ich natürlich jetzt schon so irgendwie recht aussagekräftig. Wir haben nicht über diesen Hochs geschlossen, ne, sondern einfach nur da oben rausgespiked. Das heißt, hier müsste eigentlich dann auch nochmal einer nach unten hinterherkommen. Von wo, das ist, steht dann natürlich nochmal auf dem anderen Blatt, ne, aber Vortageshoch war jetzt hier gerade das Thema.
und könnte durchaus auch reichen, um von hier aus eben, komm, von hier aus eben nochmal den nächsten Stich nach unten hinzukriegen. Und das wäre dann, ja, wie auf Anfang kommen, ne? Das steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt. Aber das nächste markante Level hier im Daily ist natürlich der Vortagesschluss hier im Kassa. Eben bei der 785. Ja, auch wenn der jetzt hier nicht komplett irgendwie umdreht, weil danach sieht es ja irgendwie auch erstmal noch nicht aus. Das müssen wir uns halt abends abwarten. Ja, weil der Daily löst ja leider erst, und was heißt leider? Meistens ja, meistens leider erst am Ende des Tages auf. Und vorher wird immer irgendwie in der Gegend rum gespukt und irgendwie irgendwelche Trends gebastelt, um dann nachher am Ende des Tages doch eben die eigentliche Tagesrichtung einzuschlagen. Und die ist nicht long. Die ist halt nicht long. Mal gucken, wie gesagt, so ein paar Minuten bleiben wir hier mal noch kurz. Aber endlos in die Länge ziehen muss man es natürlich auch nicht. Ja, aber ist halt manchmal so, ne? Da ist man so ein bisschen zu früh dran. Ich habe ja gestern auch davor gewarnt, nämlich den Weekly am Montag schon irgendwie herzunehmen und dann halt irgendwie auf Super Short zu wetten, sondern eher da Alternativen aufzusuchen, weil die Woche wird höchstwahrscheinlich schon in Rot enden, ne? Aber deswegen muss man nicht gleich am Montag um 9 Uhr da halt irgendwie alles auf eine Karte setzen, das, oder beziehungsweise zu sicher sein, dass das dann direkt losgeht. Nee, der Markt hat die ganze Woche Zeit, um noch irgendwelchen Unsinn zu fabrizieren. Und um dann halt eben am Ende der Woche dann nach unten abzuhauen. Ne? Also das finde ich hier so langsam so ein bisschen nervig mit dem Dow, ne? Hier jetzt schon wieder irgendwie nach oben gedrücke, weil da so halt einfach, ne? Ich meine, wir sind halt hier irgendwie, jetzt laufen jetzt hier gerade in diese Supports rein und hier den Stop auszusehen, Break-Even ziehen lassen. Ich würde den schon gerne irgendwie skalieren, ne? Und jetzt hier mir so ein bisschen zusammenbauen. Aber wir laufen jetzt hier in diese Supports rein und es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass der jetzt so oben rausläuft. Deswegen habe ich das Bild auch erstmal vorher gar nicht darauf geschoben. Weil, ne? Viel schicker, auch hier mit dem M5 wäre jetzt irgendwie so in den nächsten 2 Minuten dann nach unten irgendwie mal eine Runde aufzusetzen und nicht hier oben irgendwie zu lange rumzustänkern. Dann guckt ihr der erst. So, jetzt nochmal. Dann guckt ihr erst recht nicht den DAX an gerade. Der macht gar nichts. Der steht oder was? Ja, da ist. Also im Vergleich steht der ja. Okay. Ja, gut, der Dow steht ja auch quasi, ne? Also jetzt hier, das ist ja. Das ist ja irgendwie, ja, gut, okay. So. Komm. Na komm schon. Einmal die Stunde nach Rot drehen. Das heißt also einmal hier unter die Eröffnung von der Stunde. Einmal schön Spike und dann können wir das auch erstmal hier soweit es sein lassen, wenn er sich dann da heute mal irgendwann noch dazu begnügt. Der Daumen, aber der klebt halt hier auch irgendwie echt fest. Aber ich will nicht zu viel meckern. Er leistet mir auch oft gute Dienste, der Kollege. So, jetzt komm. Hier M5, darauf habe ich halt gebaut, ne, dass der halt eben hier oben zwar da irgendwo hinläuft, aber dann erstmal generell von der kurzfristigen Impulsrichtung abwärts gerichtet ist. Ne, und wir eigentlich erstmal da unten rauslaufen müssen, eine Runde. Von mir aus auch gerne hier auf die 770, die er auch immer total gut gefunden hat, die ganze letzte Zeit. Und dass wir da jetzt so ein bisschen deutlicher Reaktion kriegen. So, jetzt sieht das doch schon irgendwie ganz anders aus hier.
Oh ne, jetzt habe ich hier nicht Verbindungsstress, oder? Oh, was war das denn gerade? Doch, hatte ich. So, das heißt, da kann man natürlich dann auch wieder rausnehmen hier, wenn man das unbedingt will, ne? Oder man guckt sich einfach mal an, wohin es denn irgendwie drückt. So, ich bin ein Freund von rausnehmen. Oder man kann auch hier jetzt, pass auf, machen wir das nochmal so. Ich denke, das ist jetzt erstmal beschrieben. Ich gehe jetzt hier mal kurz flat. So, den nehme ich jetzt mal mit. Ne? Das heißt, das wird auch noch ein bisschen dauern. Ne? Hier schreibt der Schnufel99, jetzt schmiert es ab. Glaube ich auch nicht, ne? Dass wir jetzt einfach so abschmieren. Wir könnten jetzt die Stunde noch ein bisschen übertreiben und dann nochmal auf Anfang laufen. Das kann sein. Der M5 würde mitspielen, der M15 aber wiederum nicht, weil der ist immer noch hier in Grün irgendwie unterwegs. Ne? Hier M5 jetzt auch nur SMA20. Ne? So der Exit jetzt hier erstmal war gar nicht so doof. Es könnte natürlich trotzdem sein, dass wir das jetzt nach unten weg bügeln. Ne? Kann sein, muss es aber nicht. Ne? Deswegen für den Swing, ja, ne? Da bin ich ja immer noch irgendwie komplett auf dem Short Trip und sage, ja, ich glaube nicht, dass wir den Tag nach oben auflösen. Ne? Wir haben jetzt nur so erstmal die Impulsrichtung nach oben, das ist okay. Ich hätte auch jetzt hier erstmal einen Teil rausnehmen können, aber ich wollte das jetzt hier erstmal auch mal glattstellen, ne? Um jetzt hier einfach auch mal einen vernünftigen Trade abgeliefert zu haben, nachdem der Anfang ja so ein bisschen holprig gewesen ist. Ne? Gut, okay. Also, da wir jetzt natürlich jetzt hier auch nicht irgendwie 2 Stunden da am Stück weitermachen werden, man kann, ne, ich will es auch keinen davon abhalten, short zu bleiben, ne, also der jetzt hier irgendwie im Kurzfrist unterwegs ist. Der Markt könnte schon hier unten also ne, die nächste Station, langsam, eins nach dem anderen, die nächste relevante Station daily, und darum geht es ja im Endeffekt immer, ist der Kassaschluss vom Vortag, das ist die 786. Die kann der jetzt hier irgendwie schon noch relativ entspannt abholen. Da spielt auch der M15 mit, das ist alles soweit okay. Ne? So, und nur, ich würde jetzt nicht unbedingt zu weit wetten, ja. Und so nach dem Motto, jetzt irgendwie bricht oder geht die Welt unter. Was, wer hat wieder Bild? Jetzt geht irgendwie die Welt unter und alles bricht sofort zusammen. Da glaube ich irgendwie auch nicht so wirklich dran. Weil dafür haben wir halt hier schon oben, auch vom Volumen her, ne, guckt euch mal an, das hat sich schon ganz schön nach oben geschraubt. Ne? Das heißt, es ist nicht so, dass da oben komplett irgendwie Ende gewesen ist. Ne? Gut, die Bären haben sich da oben zwar durchgesetzt, ne, aber wir haben hier schon relativ viel auch in dem Segment. Ne? Deswegen rein von der Interpretation her ist jetzt nicht davon zu erwarten, dass der jetzt einfach so komplett nach unten durchfällt. Ne? Ich würde mich freuen, wenn es so ist für meinen Swing. Ich würde jetzt nur hier nicht drauf wetten. Also ich für meinen Teil würde nicht drauf wetten. So, das wollte ich damit sagen. Aber trotzdem kann natürlich jeder machen, wie er will, und nicht, dass nachher heißt, hätte ich mal den Short drin gelassen, weil Hüger hat gesagt, ne, der geht nicht runter. So soll es nicht gemeint sein. Ich habe ja aber vorhin auch gesagt, ne, ich habe ja auch noch meinen Short drin, Short Swing, aber eben nicht hier. Ne? Und da sehe ich auch gar keine Veranlassung, da halt irgendwie ranzugehen. So, was schreibt Lasatoria? Glaubst du nicht, 530 kommt? 530? Ja, also kann schon sein. Ne? Also im Daily macht total Sinn, ne? Dass wir da unten hinlaufen. Aber das muss jetzt nicht innerhalb von den nächsten 5 Minuten kommen. Ich muss ja hier auch irgendwie im Webinar ja auch irgendwie einen Abschluss hier finden. Und jetzt, ich bin da irgendwie kein Freund davon, irgendwie Positionen, das haben wir vorher ein paar Mal gemacht, Position drin zu lassen, da muss ich nachher wieder dann irgendwie entweder nochmal live gehen oder dann bei Facebook irgendwas dazu schreiben. Nee, ich will hier lieber mal kurz einen sauberen Cut machen und den Markt dann halt nochmal neu sortieren. Und ist mir persönlich einfach lieber. So, aber 530, wie gesagt, Short Swing. Lass uns das doch mal irgendwie dann angucken. Ich habe ja auch gestern gesagt, wir haben ja dann im Live-Trading nochmal die Chance, das Ganze nochmal neu zu beurteilen. Also hier oben sieht man ja, ne, einfach nur nichts, ne? Da 930, warum auch immer. Bis dorthin hat die Liquidität gereicht, wahrscheinlich von den Short-Positionen. Und die ist dann nochmal eingefahren worden. Und wir haben in dieser Range wieder geschlossen. Und Schlusskurs ist immer wesentlich aussagekräftiger, als jetzt irgendwie so ein dämlicher Spike. Ne? Und da gebe ich halt irgendwie nicht viel drauf. Deswegen bin ich auch, aber gut, ich will es nicht so weit ausführen. So, das heißt, das hat schon eine Aussagekraft. Hätten wir da drüber geschlossen im H1, hätte ich gesagt, oh. Erstmal Finger weg von Short. Aber dieser Schlusskurs drunter, der war für mich dann Grund genug, dann zu sagen, gut, das funktioniert dann auch mit Short. Und deswegen habe ich auch dann nochmal
einer jetzt gerade auch aufgemacht, nach 16 Uhr nochmal in die Verlängerung da quasi gegangen, weil Range oben hat nicht geklappt. Als nächstes wird kommen Range unten. So, aber auch da, ne, der hat Zeit. Und das heißt, es ist schon irgendwie abzusehen, dass wir jetzt relativ schnell hier unten dann auch wieder stehen bei der 750, wo ja dann auch hier 760 das Value Area Low ist. Ne? Und das Ding ist nur, das ist eine Stundenkerze. Und wir haben jetzt irgendwie 16:10 Uhr. So, und das kann es jetzt um 16:11 Uhr machen oder um 16:59 Uhr. Und das ist halt einfach immer die Herausforderung dann eben dabei. Deswegen im Swing egal. Völlig egal. Wer da short gegangen ist, der macht jetzt am besten irgendwie einen Deckel zu und läuft einmal um den Block und guckt sich lieber ein paar Bäume an. Und das ist wahrscheinlich interessanter als das, was jetzt hier irgendwie gerade im Dow passiert. Aber das wieder runterdrücken, höchstwahrscheinlich. Ob wir das dann da unten rausdrücken, anderes Thema. Ne? Aber generell ja, ne? Weil der Daily eben nicht mitspielt. Der Daily ist rot und da ist irgendwie auch nichts dagegen zu sagen. Und hier unten die Extension 695, da ist es ja das, wo ich eigentlich hin wollte. Und wo wolltest du hin? La Sartoria 530, da sind wir da unten in dem Segment. Klar, warum nicht? Hier unten ist ein Cluster, dort ist Volumen, dort ist der ganze Käse hier gestartet, den man guten Gewissens auch als Squeeze bezeichnen kann. Und da war ja auch schon gestern irgendwie so meine erste potenzielle Stelle, wo der hin könnte, sollte. Eben unter diese Stelle, wo das eigentlich angefangen hat, richtig irgendwie nach oben zu quetschen. Und das ist eben die 570, ne? Also, why not? Gar nichts spricht dagegen. So, Daily nochmal ganz kurz, damit wir das auch einmal gesehen haben. Ne? Hier fallender SMA 20, das ist ja für mich irgendwie schon Grund genug zu sagen, so, nee, da bin ich nicht dabei mit Long. Und auch hier Framing, auch rot, ne? Versucht da oben rauszudrücken. Why, ne? Und auch hier haben wir natürlich nach unten alles Mögliche offen. Auch wenn es jetzt irgendwie gerade mal kurzfristig noch gar nicht so aussieht, als würde da jetzt irgendwie viel Druck nach unten irgendwie plausibel erscheinen. Tut es aber. Problem ist immer nur, ne, auch hier bei so einem Live-Trading, dass ich halt immer versuchen muss, das irgendwie in einer Stunde unterzukriegen. Ich hätte vorhin tatsächlich mal irgendwie ein bisschen länger warten sollen mit Short oder einfach long gehen sollen. Sage ich ganz ehrlich. Ne? Da bin ich jetzt nicht so happy damit, dass ich das nicht gemacht habe. Sondern da eigentlich genau einfach nur blöd geraten habe und das ist eigentlich kein guter Stil. Ne? So würde ich das mal irgendwie sagen. Gut, ich gucke hier gerade drauf, das müsste irgendwie 24, ja, das ist ein kleiner Verlust in Summe. Ich kann nur hier es irgendwie gerade nicht darstellen. Ich habe wieder eine Beta-Version am Start. Die macht gerade so ein bisschen Ärger. Sonst würde man das auch sehen. Aber ich glaube ja insgesamt wieder trotzdem dann irgendwie halbwegs okay. Ne? Wie gesagt, ich hätte halt ja, nicht irgendwie jetzt, so früh dagegen sollen. Also wo ich sage, was ich trotzdem, auch wenn der Punkt, nur um das auch nochmal irgendwie auch zu betonen, hier die 931, auch wenn der Punkt richtig war, ne? Aber ich mache halt auch manchmal irgendwie so in letzter Zeit irgendwie oft irgendwie so doof gehandelt, was ich halt auch mal so ein bisschen analysiert habe und versuche dem auf den Grund zu gehen. Und einer der Gründe ist Raten, ne? So nach dem Motto, jetzt könnte aber hier, jetzt könnte aber hier. Und ich versuche da halt das auch so ein bisschen zu ändern und eben das halt zu lassen. Das heißt, wenn man die 930 geraten hat, war das richtig oder angenommen hat, ne? Weil das hier jetzt eben das letzte Level ist. Okay, war es richtig, ne? Aber selbst wenn es das letzte Level jetzt hier ist, bin ich da irgendwie von dem Ansatz nicht mehr so wirklich ein Freund. Aber ich freue mich natürlich, ne? Also für den Patzo, der das hier gemacht hat und da halt eben auch schön reingekommen ist. Aber da sage ich natürlich, dann hätte es eigentlich aber auch länger drin bleiben müssen, ne? Und nicht dann 30 Punkte, weil das geht dann früher oder später in die Hose. Wenn man sowas macht, dann muss man auch irgendwie die Füße stillhalten, wenn es dann anfängt zu laufen und nicht nervös nochmal rausgehen nach irgendwie eine Handvoll Punkte. Gut, so, das heißt aber auch hier, wir können mal ganz kurz noch warten. Sind ja noch knapp irgendwie unter einer Stunde, 16:15 Uhr, ne? Gut, okay. Das heißt, M15 auch hier relativ weit unten, schließt aber auch noch nicht in Rot. Das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Falls der M15, so, hier sind wir übrigens genau da, wo ich gesagt habe, nächster plausibler Punkt, hier, 785. Absolut erreichbar vom Vor, also die beiden hängen für meine Begriffe einfach miteinander zusammen. Vortageshoch
und eben der Kassaschluss. Das sind die einzig beiden relevanten Punkte hier in dem Segment, ne? Also die aus dem Daily kommen. Von daher ist das völlig legitim, dass der hier hingelaufen. So, das heißt aber jetzt auch, jetzt hat er erstmal hier beide abgefrühstückt, ne? Und M15 ist immer noch irgendwie nach Norden ausgerichtet. Netter oder einfacher wird es natürlich, wenn der M15 anfängt zu drehen. Ich würde jetzt hier, ich für mich, ja, nicht als Empfehlung für euch, ganz, ganz wichtig immer, hier oben die 809, ne, so das, weil da haben wir halt auch wieder hier, das ist genau dieses Ding, wo der letzte Support gewesen ist, die würde ich mir jetzt hier nochmal anfangen zu kaufen, also oft für die Unterseite, erstmal zu kaufen und da halt mal irgendwie gucken, ob wir da nicht nochmal einen Schub nach unten kriegen und ob wir den nicht dann doch nochmal irgendwie von hier aus dann nach unten rauskriegen und von dort dann anfangen, das Bild zu drehen. So würde ich da jetzt erstmal rangehen. Und der kann dann natürlich dann auch nachher ein bisschen länger laufen. Der muss auch jetzt nicht in dieser Stunde aufgehen. Aber das wäre jetzt erstmal so mein Ansatz. Und wenn der jetzt irgendwie nicht erreicht werden sollte und der Markt ist direkt hier runterdrückt, dann würde ich da auch im Zweifelsfalle einfach reinspringen hier auf der Unterseite. Und weil dann ist nämlich abzusehen, dass wir als nächstes dann eben auch da unten rauskippen. Wo waren eigentlich die Kassaeröffnungen? Da war die Future-Öffnung. Wieso sehe ich die hier nicht mit meinen komischen Farben, ne? Hey, bin ich blind? Wo waren die Kassaeröffnungen? Die muss doch hier irgendwo gewesen sein. Bin ich blind? Bin ich blind oder liegt genau hier übereinander? Kann natürlich auch sein, ne? Aber auf jeden Fall in dem Segment, ja, gut, passt. Was? Ich habe dir Angst gemacht? Nein! Das wollte ich nicht. Ich habe ja nur gesagt, wegen Raten. Guck mal, ich habe ja die ganze Zeit, hat doch mein Finger über Short geschwebt und ich habe ja auch die ganze Zeit erklärt, warum ich da oben nicht long gehe. Nein, das kann nicht sein. Okay. Gut, okay, also, das wäre jetzt erstmal mein weiterer Ansatz, eben mit dem Ziel natürlich eben ganz nach unten irgendwie da wegzukommen mit dem Markt. Ne? Gut, alright, machen wir hier erstmal dicht, damit der Nelson auch nicht irgendwie erst die Rush Hour oder zur Rush Hour aus dem Büro kommt. Bist du im Büro, Nelson? Ja, ich bin im Büro und ab jetzt es spielt keine Rolle, wann ich fahre. Erst wieder ab 19 Uhr, 19:30 Uhr beruhigt sich das Ganze wieder. Ich muss aber sagen, hier nach der ganzen Stunde, die wir miteinander verbracht haben, finde ich, dass du viel zu wenig Likes hier hast. Also das muss sich definitiv noch ändern hier auf YouTube. Ach, Und oh. nein, nein, Okay, nein, mach. nein. Das ist Ja. unabgesprochen. Fragen ja immer wieder mal, ob wir extra Webinare mit Dick machen können, etc. Da muss auf jeden Fall mehr Likes kommen. Dann kann ich den Dirk auch dazu kriegen, mal ein extra Webinar zu machen. Das stimmt. Okay. Gut, Dankeschön. Ja, also wie der Nels schon gesagt hat, ich freue mich natürlich über Likes. Auch wenn jetzt irgendwie der erste, ja, nicht so klasse war, ne? Der erste Trade, keine Frage. Und der zweite war besser und der dritte hat es natürlich gerockt. Und wahrscheinlich das, was jetzt hinterherkommt, wird wahrscheinlich auch gut werden. Aber okay, jemand ab und zu mal laut denken zu hören, ist ja irgendwie auch gar nicht so falsch, ne? Der kann ja auch schon mal irgendwie helfen. Alright. So, also ich freue mich über Likes, abonniert den Kanal, seid sehr gerne am nächsten Tag wieder dabei. Und ganz, ganz wichtig, da das hier von FX Flat ist, möchte ich euch wieder einmal sehr gerne FX Flat als vertrauensvollen Broker an die Hand geben. Wir machen das schon ganz, ganz, ganz lange zusammen. Das hat natürlich auch seinen Grund. Und weil halt einfach funktioniert. Also auch wenn es mal irgendwie Schwierigkeiten gibt, wenn mal was daneben geht oder also mal technisch oder so, ne, da wird halt irgendwie nicht rumgeeiert, sondern es ist halt einfach alles sehr nice, sehr seriös und vor allen Dingen gibt es natürlich dort auch den Stereo Trader auch von ganz Anfang an mit dem Konto mit dazu. Link dazu gibt es, hoffe ich, habe ich richtig gemacht. Ja, müsste es unten bei der Videobeschreibung geben. Also wer möchte, sehr, sehr, sehr gerne hier bei FX Flat und auch ein erstklassiger Support für das Stereo Trader. Alright, bisschen Werbung muss sein. Ne, dafür machen wir das hier auch unter anderem. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann heute Nacht nochmal und der Nelson hat sehr gerne das letzte Wort. Bis dahin. Du hast alles gesagt. Vielen, vielen Dank für das Webinar, Dirk, für deine Zeit. Natürlich vielen Dank an alle, die dabei waren, für das Interesse. Wünsche natürlich heute noch einen erfolgreichen Tag. Schön ist es gerade, zumindest hier in Ratingen, nicht, aber nichtsdestotrotz
Morgen, wie gesagt, Feiertag in den USA. Das mit berücksichtigen. Passen sehr viele Positionen auf und wir hören uns in 2 Wochen hier wieder mit Dirk. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.